Hallo YouTube, hier ist wieder Christiane, die Musikdramaturgin. Heute mit einem Beitrag zu der Frage, wer war der größte klassische Komponist? Eine viel diskutierte Frage und da rauchen auch immer ganz schnell mal die Köpfe und geraten Meinungen heftigst aneinander. Leute, die sagen, Mozart war viel größer als Beethoven und Leute, die antworten, aber nein, Beethoven war viel größer. Oder die Frage, war Richard Wagner größer als Franz Schubert oder war Franz Schubert größer als Richard Wagner? Und der britische Radiosender Classic FM hat dazu die ultimative Antwort gefunden, ins Netz gestellt und wir schauen sie uns jetzt mal gemeinsam an. Hier also sind sie, 11 Komponisten der Klassik und der Romantik bis hinein ins 20. Jahrhundert und diese Liste sagt, der kleinste war Edvard Grieg mit ungefähr 1,55 Meter Körpergröße. Edvard Grieg, ein Norweger, der Klaviermusik geschrieben hat, aber auch Musik für Orchester, Sinfonik. Genauso groß soll Franz Schubert gewesen sein, behauptet Classic FM. Auch ein Komponist der Romantik, ein Österreicher, der Klaviermusik geschrieben hat, der Lieder geschrieben hat und mit diesen Liedern Epoche geschrieben hat, denn so Musik und Text verflochten wie er hat vor ihm niemand. Außerdem hat er noch eine Reihe von Sinfonien geschrieben. Die letzte ist so kurz, dass man sagt, die muss unvollendet sein, was sie eigentlich gar nicht ist, aber sie heißt nach wie vor bis heute die unvollendete Sinfonie. Maurice Ravel mit 1,57 Meter, ungefähr 2 cm größer als die beiden zuvor genannten. Auch er ein Komponist, der viel Klaviermusik geschrieben hat, lebte in Frankreich, war spanischer Abstammung. Ludwig van Beethoven, angeblich genauso groß wie Maurice Ravel. Ein deutscher Komponist, der aber in Wien lange gelebt hat, der so ziemlich jede Art von Musik, die er angefasst hat, revolutioniert hat. Also seine Klaviersonaten sind besonders wichtig, seine Sinfonien sind sehr wichtig, seine Streichquartette sind genauso wichtig. Wolfgang Amadeus Mozart, 1,64 Meter, auch viel Klaviermusik geschrieben, Klavier- und Violinkonzerte geschrieben vor allem. Er hat auch andere Instrumentalkonzerte komponiert. Auch bei ihm sind die Streichquartette wichtig und er hat eine ganze Reihe von großen, wunderschönen Opern geschrieben. Ein Opernkomponist vor allem war Richard Wagner, der, so sagt diese Liste, ungefähr 1,65 Meter groß gewesen sein soll. Also Richard Wagner ungefähr 1 Zentimeter größer als Wolfgang Amadeus Mozart. Noch ein Klavierkomponist, Frédéric Chopin, wird hier angegeben mit 1,68 Meter. Viel Klaviermusik geschrieben in kleinen Formen, also Walzer, Polonaisen, Mazurken, Stücke, die man in Salons zum Beispiel gespielt hat, wo sich Menschen getroffen haben zum Austauschen, zum Reden über dieses, über jenes. Da hat man sich keine große Klaviersonate angehört, aber man hat sich gerne mit den Walzern und Mazurken von Chopin unterhalten lassen, die sehr kunstvoll gearbeitet sind. Also man darf es nicht unterschätzen. Antonín Dvořák, 1,80 Meter, sagt diese Liste, hat Sinfonien geschrieben, hat einige Opern auch geschrieben. Und noch ein Klavierkomponist der Romantik, Franz Liszt, Österreicher, ungarischer Herkunft. Der hat sich selber immer so ein bisschen als Ungar stilisiert. Ich bin nicht sicher, ob er wirklich Ungarisch gesprochen hat. 1,83 Meter soll er groß gewesen sein, hat unglaublich virtuose Klaviermusik geschrieben, hat oft auch in seinen Konzerten, er hat selber Konzerte gespielt, er hat oft die gerade angesagten Opern unglaublich großartig auf das Klavier übertragen. Also er hat nicht nur den Leuten die Musik vorgespielt, die sie sonst abends im Opernhaus gehört haben, sondern er hat das noch so gemacht, dass immer im Mittelpunkt stand, was für ein unglaublich guter, virtuoser, brillanter Pianist er war. Sergei Prokofjew, 1,90 Meter, hat auch viel Klaviermusik geschrieben, hat Sinfonik geschrieben und hat Ballettmusiken geschrieben. Ich glaube, das berühmteste Ballett von ihm könnte Romeo und Julia gewesen sein. Man hört immer mal, zum Beispiel in der Werbung, bestimmte Ausschnitte aus diesen Balletten. Und zu guter Letzt Sergei Rachmaninow, auch wieder ein Klavierkomponist, der sich, als er sich mal festgefressen hat über eine Arbeit, extra die Klaviersonaten von Ludwig van Beethoven hat schicken lassen, weil er gesagt hat, ich muss das, was ich gerade arbeite, zurückvergleichen mit den Sonaten von Beethoven, weil der schreibt seine Sonaten auf eine ganz bestimmte Art und Weise. Und wenn ich da was Bestimmtes rausgefunden habe, dann
komme ich auch mit dem Werk weiter, an dem ich gerade sitze. Sinfonische Werke hat er auch geschrieben, unter anderem 3 Sinfonien und verschiedene sogenannte sinfonische Dichtungen. Das war übrigens was Franz Liszt erfunden hat, der gesagt hat, naja, immer nur Sinfonien, immer nur Instrumentalkonzerte, das kennen wir jetzt alles schon seit 200 Jahren, es muss was Neues her. Und Franz Liszt hat die Gattung der sogenannten sinfonischen Dichtungen erfunden. Und die haben sich dann bis zu Sergei Rachmaninow weiter tradiert und entsprechend hat Rachmaninow auch einige kürzere sinfonische Dichtungen und sinfonische Tänze geschrieben. 11 Komponisten von Hunderten, die klassische Musik geschrieben haben. Ich habe sehr geschmunzelt, als ich zum ersten Mal dieses Bild gesehen habe und ich frage mich, haben die Kollegen von Classic FM eigentlich berücksichtigt, dass die Absätze von Herrenschuhen über die Jahrhunderte flacher geworden sind. Denn zu Mozarts Zeiten haben die Herren ganz schön hohe Absätze getragen. Und ich bin sicher, dass Edvard Grieg, der hier kleiner gelistet ist als Wolfgang Amadeus Mozart, viel flachere Schuhe getragen hat als Mozart. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, tschüss, eure Musikdramaturgin.